Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Time at Sandrock. So, Kalksteinziegel können wir holen und dann werden wir die mal abliefern. Ich hoffe, wir können die jetzt auch abliefern. Und es ist nicht irgendwie Event. Nee. Hi Chef, dich können wir gerade mal noch losschicken. Aru, geh du mal Wasser sammeln. Da wollte ich nicht hin. Charlie können wir mal noch losschicken. Plaudern wir noch ein wenig und schicken ihn mal Wasser sammeln auch. Henry können wir auch gerade noch losschicken. So, geht immer noch kämpfen. Bisschen Training schadet auch nicht. Der ist fertig. Verarbeite du mal Aluminiumschrott. Da haben wir noch ordentlich drin, aber wir füllen auf. Wie sieht's hier aus? Jawohl, wir können nochmal wieder Kristalle machen. Der hier. Kann mal noch Eisenschrott verarbeiten. Also du hast Kalksteinziegel gemacht. Da haben wir jetzt genug. Sehr gut. Dann kannst du mal weiter. Kannst du mal Stahlstangen machen. So, und hier machen wir noch ein paar Bronze. Noch können wir. So, dann gehen wir mal nach dem Brief. Ach, Will des Peters auch da. Sehr gut. So, geh du mal erforschen. Gucken wir mal gerade, was mit der Post ist. Von Mian. Hey, was für eine Zeit, in der wir leben. Jetzt, wo niemand mehr da ist, der die Handelsgilde leitet, müssten wir dafür sorgen, dass die Aufträge hier in der nächsten Zeit erledigt werden. Du hast in letzter Zeit so viel gemacht. Keine Sorge, ich kümmere mich um all die langweiligen Sachen, bis wir einen Ersatz finden. Oh, und wenn du mal Zeit hast, könntest du dir die Peach-Statue ansehen. Sie sieht ein bisschen zerschossen aus. Ich glaube, du brauchst ein paar Kalksteinziegel. Granitplatten und eine Magnesium-Aluminium-Legierung, um sie zu reparieren. Wenn nicht, vergiss es. Ich kümmere mich an ein paar Tagen drum, wenn du es nicht schaffst. So. Niemand konnte wissen, dass du Uwe Sandrück infiltrieren würde. Wir werden eine Krisensitzung einberufen, bei der Grace und Logan die Angelegenheit mit der Ziviltruppe besprechen und einen Aktionsplan ausarbeiten. Bitte komm zur Ziviltruppe, wenn du Zeit hast. Wir würden uns über deinen Beitrag freuen. Und der Tumbleweed Standard, ja, das lese ich jetzt nicht. Wir waren ja dabei. Von dem her brauchen wir das jetzt nicht alles lesen. Wer möchte, kann das gerne tun. Da kann der immer das Video kurz pausieren. Deswegen scrolle ich extra langsam durch. So, hier sind hier mal nochmal ein, was wir nicht brauchen. Dann gehen wir geschwind mal zu Heidi. Heidi, Heido, Heida. Und wir gucken uns gerade mal die Peach-Statue an. Oh, ich sehe schon, wir brauchen noch mehr Kalksteinziegel. Die geben wir jetzt gerade mal ab. An Heidi. Und dann gucken wir für Kalksteinziegel für die Peach-Statue. Ach, wir haben Sonntag. Die ist oben in der Kirche. Hi, Katori. Hallo Trudi. Burgess. So, gehen wir mal in den Tempel. Da wird jetzt Mathilda dann wohl die Predigt halten. So. Hier der Auftrag. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Du und Mian seid das einzig Wahre. Was weißt du hier noch? Ich habe immer meine Zweifel an deinem alten Boss Jan gehabt, aber
Miguel schien immer fest an die Lehren der Kirche des Lichts zu glauben. Frage mich, wo alles schiefgelaufen ist. Ja, das fragen wir uns alle. So, dann gehen wir mal wegen der Statue gucken. Hi, Jasmine. Haben wir hier eigentlich auch eine Kiste? Da war gerade was. Ah, aufräumen. Aber nichts mit Kiste. So. Da muss noch irgendwo eine sein. Hm. Brauch erst die Materialien, ne? Vorher wird das nix. Machen wir noch 5 Kalksteinziegel. Und Granitplatten brauchen wir noch. Hör du mal auf. Kalksteinziegel. Und hör du auch mal auf, dann mach du die Magnesium. Wobei, da haben wir eine ganze Menge. Egal. So. Granitplatten brauchen wir noch. Kriegen wir die hier? Ja. Mach gleich mal 10 Stück. Hier haben wir nichts. Gummiringe könntest du mal einen Schwung machen. Da haben wir nämlich keine. So. Du hast Gusseisenstangen gemacht. Noch mehr Granitplatten brauchen wir nicht. Du kannst auch nochmal Gummiringe machen. Was brauchen wir eigentlich, um den aufzuwerten? Ach, den Schwerkraftmotor. Da war ja was, genau. Sisalfasern. 2700? Frage ist, wo mache ich Sisalfasern? Granitplatten, 5 Stück. Akzeptieren wir. Segeltuch, versteinertes Holzbrett. Gehärtetes Leder machen wir mal noch. Versteinerter Holzstock. Ich würde ja Sisalfasern gern mal. 2 Tage und dann hab ich je nachdem das Gerät nicht. Wo mache ich denn Sisalfasern? Produkte, Rohmaterialien, Sisal. Weiß ich schon, wie ich die mache. Farbe, ne? Das sind doch wirklich reine Rohmaterialien, ne? Pflanzenfaser. Ha. Maschinen. Ach so, das zählt zu Maschinen. Wollfaden. Hier sollten wir Sisalfaden. Dünner Faden. Garn. Sisalfasern. Mittlere Schneidermaschine. Habe ich die mittlere? Ja, habe ich. Sehr gut. Dann können wir Sisalfasern machen. Dann sind wir zumindest technisch in der Lage. So. 1 von 3. Hä? Ich habe doch noch andere aufgenommen. Mit Fleisch gefüllter Pilz. 2 von 3. Kaffeebohnen, Teeblätter. Versteinertes Holzbrett. So. Ach, das sind Aufträge zum Tag der Erinnerung. Ah.
Okay. So, Granitplatten machen wir. Sisalfaser müssen wir noch in Auftrag geben. 5 brauche ich, 2 kann ich nicht. 5 habe ich. Wie viel brauche ich denn? Da haben wir 2 von. Da haben wir noch gar keine. 5 von 5, den können wir direkt annehmen. Aufträge, den können wir auch direkt annehmen. Oder abgeben vielmehr. So, du kannst noch versteinertes Holzbrett, könntest noch versteinertes Holzbrett machen. Wenn wir versteinertes Holz hätten. Aber geben wir die zweimal geschwind ab, dann haben wir das nämlich erledigt. Was erledigt ist, ist gut. Hi Grace, ja. Pablo, hi. Hi Justice. Dann gehen wir mal hoch zur Kirche, da sind die nämlich, glaube ich, auch alle noch. Hallo Katori. Hi Anschur. So, die sitzen ganz schön lange in der Kirche, ne? Lange Predigt offenbar. Hi Mabel. So. Einmal das Leder, das reicht völlig aus. Dann können wir auch nochmal kurz plaudern. Ich bin so froh, dass Logan zurück ist und er war schon immer einer von uns. Ich kann es einfach nicht glauben, dass es so passiert ist. Ich hoffe, dass nichts uns Sandrocker jemals wieder trennt. Mein Herz verkraftet das einfach nicht. So, und Tudi. So. Vielen Dank, das Fest wird nur noch besser werden. Es tut mir leid, dass ich die Dinge bei diesem Prozess so aus dem Ruder habe laufen lassen. Miguel, er hat uns wirklich um den Finger gewickelt. Danke, Karl. Danke, dass du uns geholfen hast, das alles aufzuklären. Okay. Die Aufträge haben wir. Dann können wir uns wieder unseren eigentlichen Aufgaben widmen. Hier muss irgendwo noch eine Truhe sein. Da! Okay, da komme ich jetzt nicht drauf. Das müssen wir mal ein anderes Mal machen. Versteinertes Holzbrett, da können wir gerade mal rüber sausen. Wer will da was? Amira. Ziviltruppe, ja, da müssen wir auch noch hin. Machen wir auch noch. Aber erstmal gucken wir nach den versteinerten Hölzern. Ist einer. Oh, mal ein bisschen zurück. Dass wir hier nicht einen an die Klapse kriegen. Oder einen an die Klatsche kriegen. So. Wenn das die ganze Zeit ranzoomt, das ist eklig. Absolut eklig. So. Hier sind doch sonst auch immer noch irgendwo solche Bäume. Da ist einer. Dann haben wir auch erstmal wieder genug Totholz. Können wir später nochmal wieder welches holen. Dann schauen wir vielleicht auf dem Rückweg gleich mal bei der Ziviltruppe vorbei.
So. Auch wenn Sonntag ist. Und an einem Sonntag, ja. Sind hier nicht normalerweise? Doch, da sind Skorpione. Da unten sind sie. Oh, ein fliegendes Hasi. Öfter mal was Neues. Ja, ich freue mich schon, wenn Nia hier endlich mal wieder herkommt. Dass wir dann vielleicht auch mal ein bisschen Romancing machen können. Bis jetzt haben wir ja noch gar nichts in die Richtung. Einfach mangels Anwesenheit der gewünschten Person. So, na gucken wir mal. Hey! Hey, Neuling, hier drüben. Hey, hey, ich bin's, dein alter Kumpel, Jan. Es scheint eine kleine Verwechslung gegeben zu haben. Schau, sie haben die falsche Person verhaftet und nun bist du ein fleißiger Neuling. Ich will dich nicht mit allen Details langweilen. Könntest du einfach... Siehst du die Schlüssel da drüben? Könntest du sie zu mir rüberbringen? Du bekommst eine Beförderung. Kannst du dich überhaupt selbst hören? Einfach nur erbärmlich. Karl hat den Verstand, solche Tricks zu durchschauen und die Integrität, die sich nicht von Leuten wie dir kaufen zu lassen. In der Tat, mein würdiger Gegner. Seid ihr zwar Schwachköpfe blind, die Neulinge hier könnten ihre Schuhe nicht einmal gerade anziehen, wenn sie nicht von mir, ihrem glorreichen Anführer, angeleitet würden. Kommt schon, Neuling, hilf deinem besten Kumpel, Jan, ja? Willst du? Alter Kumpel, gib mir die Schlüssel. Denk daran, was ich alles für dich getan habe. Gib mir die Schlüssel. Kannst du bitte einfach mal zugeben, dass du einen Fehler gemacht hast? Komm schon, Neuling. Wir wissen beide, dass ich mir nicht zu schade bin, einen Fehler zuzugeben. Okay, nur für dich. Wenn ich nur 10 Minuten früher gegangen wäre, hätte man mich nicht erwischt. Und jetzt bitte, bitte die Schlüssel. Bitte. Nein. Das war gar nicht das Event. Mussten wir im Rathaus vorbeischauen. Da haben wir noch eins. Entschuldigung. Ach, ist das hier in der... Hier drin. So, ah, da kriegt jemand Unterricht. Howdy. Hallo Karl. Schön mit allem, was es... Mit allem, was in letzter Zeit passiert ist, übernehme ich wieder den Unterricht. Das ist großartig. Sie brauchen jetzt einen guten Einfluss. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Also, Jess, wo habt ihr am Miguel das letzte Mal aufgehört? Wir haben über die Geschichte von Starbys gesprochen und wie die divergente Evolution durch die Chemikalien und Biolex beschleunigt wurde, die nach dem Tag der Katastrophe zurückblieben. Ich erinnere mich, das war die Lektion, bei der er uns zeichnen ließ, oder? Er sagte, ihr könnt versuchen zu hypothesieren, wie andere Kreaturen ausgesehen haben. Könnten. Haha, mach noch eine. Nun, Andy, wie solltest du jemals lernen, wenn du mit dem Finger in der Nase steckst? Hey. Oh ja, beschleunigte, divergente Evolution. Richtig, das alte Ding. Was hat er euch noch beigebracht? Er sagte, ich sei gut in Mathe, aber er kann manchmal langweilig sein. Mathe, Naturwissenschaften, Literatur, eigentlich alles. Hat euch etwas über die freien Städte erzählt? Huh? Ich meine, hat euch etwas über die Geschichte der freien Städte beigebracht oder darüber, wie die freien Städte funktionieren? Nein, er hat immer gesagt, dass er uns über die Funktionsweise der Welt unterrichten sollte, dass wir selbst lernen müssen. Ich finde es irgendwie albern. Wie soll ich selbst lernen, wenn mir niemand etwas beibringt? Also, hat er nichts gesagt. Ich habe versucht, danach zu fragen, ehrlich, aber er hat immer Nein gesagt. Ja, ich habe es versucht, ihm aus der Nase zu ziehen, aber er hat nicht nachgegeben. Das ist interessant. Huh, da, schau her.
Was sind unterschwellige Botschaften? Du, sowas macht Elsie doch. Mit Tieren reden und so. Yeah, lass uns das mal so stehen. Lassen. Nun, ich denke, wir sollten trotzdem anfangen. Heute gibt es eine Geschichtsstunde. Dann... Okay, das Event haben wir. Dann machen wir noch das hier. Ups. Und dann schmeißen wir gleich mal die Säge an. Karl, da bist du ja. Wir haben gerade Grace und Logan zugehört. Ich versuche immer noch alles zu verarbeiten. Du hast ein ganz schönes Abenteuer hinter dir, was? Die Dinge eskalierten wirklich schnell. Sandrock 1, du wusst 0. Ah, du behältst also auch immer den Überblick, wie ich sehe. Karl hat sich sehr gut geschlagen. Ich wünschte, ich hätte mich früher mit dir in Verbindung gesetzt. Gut, darf ich ein paar Fragen stellen? Du arbeitest also für den zentralen Geheimdienst der Allianz? Yep, sie haben mich geschickt, nachdem wir eine telegrafische Aktivität von hier nach Duos abgefangen haben, die die ganze Sache ins Rollen gebracht hat. Und Logan wusste auch davon? Wie konnte das passieren? Duvos. Das Letzte, was mein Vater zu mir sagte. Auf jeden Fall, Trudy, wie du schon sagtest, wolltest du als erstes die Allianz kontaktieren. Das verstehe ich vollkommen. Verständlich. Aber wie wäre es, wenn du das stattdessen nicht tust? Bitte, was? Wir haben diese Operation unauffällig auffliegen lassen. Duvos hat keine Ahnung, dass zwei ihrer Gewächse ausgerupft wurden. Wenn du ein Telegramm an den Rat schickst, werden sie das wissen. Wir haben also ein Zeitfenster. Ich habe 5 normale Fenster. Bevor sie merken, dass wir ihre Jungs haben, könnten wir vielleicht mit Duvos Kontakt treten und herausfinden, wie weit die Sache wirklich geht. Bingo! Die ganze Zeit über haben sie unter dem Namen Tiger verschlüsselte Telegramme von Sandrock nach Duvos geschickt. Alles, was wir brauchen, ist, dass die Duvos-Verbrecher uns verraten, wie sie ihre Befehle bekommen und wie wir als Tiger agieren, um Kontakt mit ihrem Hauptquartier aufzunehmen. Könnte der größte Geheimdienst-Triumph seit dem letzten Krieg werden. Ich glaube nicht, dass sie solche Informationen freiwillig herausgeben. Justice. Wie du dich vielleicht erinnerst, kann ich ziemlich überzeugend sein. Du hast mich überzeugt, dich in die Ruinen zu lassen. Sie hat mich auch davon überzeugt, dass... Naja, ihr wisst schon. Sie hat mich überzeugt, dass ihre Omelettes wirklich gut sind. Wow. Hey. Sie hat mich überzeugt, alles Mögliche zu tun. Beeindruckende Erfolgsbilanz, Grace. Also, dann mach weiter. Ich vertraue auf dein Urteilsvermögen. Vielen Dank, Frau Bürgermeisterin. Genau. Und mach dir keine Sorgen um die Sicherheit. Ich habe bereits das Hauptquartier kontaktiert und ein Team losgeschickt, das dir die Kriminellen abnimmt. Bis dahin werden wir sie gut im Auge behalten. Stimmt's, Justice? Ich werde sie nicht aus den Augen lassen. Gut. Karl, in letzter Zeit bin ich ein richtiger Fan deiner Arbeit geworden. Würdest du mich begleiten, wenn ich morgen unsere duvosianischen Freunde einen Besuch abstatte? Ich werde versuchen, dir zu helfen. Ausgezeichnet. Also, was wirst du tun, Logan? Du hast immer noch Gesetze gebrochen, wenn auch aus gutem Grund. Nun, ich gehe zurück in meine Wohnung, bis du mich anklagst, Sheriff. Ich glaube nicht, dass ich den anderen gegenübertreten will, bevor ich die Konsequenzen getragen habe. Eigentlich, Logan, ich hatte gehofft, du könntest einen Moment bleiben. Ja, Truths. Bringen wir uns gegenseitig auf den neuesten Stand. Okay. So. Wir könnten mit der Grace noch reden, ne? Logan haben wir auch noch nicht viel geredet. Jetzt ist alles offenkundig. Hoffen wir, dass es von jetzt an aufwärts geht. Okay, mit dir kann ich auch noch nicht groß reden. Wo ist Grace denn hin? So, wir haben ja noch diverse Aufgaben zu erledigen.
Zum einen müssen wir die Peach-Statue reparieren. Das würde ich ja schon gerne machen. So. 4 von 10. Leinen. Kalksteinziegel. So, ich muss gerade mal hier nach den Missionen gucken. Peach. Was haben wir da noch? Ach, das Essen müssen wir noch machen. Oh, ich hoffe, ich habe Fleisch. Wo habe ich die Kochstation? Da. 2 kann ich machen. Das ist wenig. So, du kannst das hier gerade mal noch machen. Und ich brauche Pilze. Pilze und Fleisch. Pilze müsste ich hier kriegen. So. Aber Fleisch brauchen wir halt auch noch. Da müssen wahrscheinlich die Jackmails dann wieder dran glauben, ne? Ein Ziegel fehlt uns noch. Kriegen wir aber dann gleich. Wirklich viel Fleisch gibt das nicht. Kriegen wir von den Hühnern auch? Stein. Ah doch, gibt auch Fleisch. Dann machen wir die mit. Warum liegen hier Tomaten? Okay. Tut mir ja leid, wenn ihr euch gerade schlafen legt. So. Ich guck mal, wie viel Fleisch wir haben. Ich dachte, da wäre noch so ein Dorn-Dings. So. Den Ziegel haben wir. Jetzt kommen wir nochmal 7. Ah, wir können 8 machen. Sehr gut. Dann haben wir da genug. Wir reparieren die Statue. Hi Andy. Das machen wir da vorne, dann haben wir aber gleich keine Ziegel mehr für Dings. Das müssen wir dann halt noch machen. Bestätigen. So. Wow, gut gemacht, Karl. Jetzt sieht unser Peach so jung aus wie an dem Tag, an dem er, als er für dieses spezielle Bild verewigt wurde, das wir für alle Peach-Statuen zu verwenden scheinen. Hm.
Sieh mal, wer da ist. Unsere Lieblingsbürgermeisterin, Architektenduo. Was führt euch in unser Revier? Hast du schon gesehen, was Karl mit der Statue gemacht hat? Ziemlich beeindruckend, wenn ich sagen darf. Das sieht so gut aus, gemacht aus Karl. Gute Arbeit, wirklich. Ich wage zu behaupten, dass unser Peach so jung aussieht wie einem Tag als, der Tag, an dem er für dieses bestimmte Bild verewigt wurde, das wir für alle Peach-Statuen zu verwenden scheinen. Ja. Ich möchte niemandem die Laune verderben, aber ich fürchte, wir haben weniger gute Nachrichten zu verkünden. Oh, nein. Keine Sorge, das ist nicht das Ende der Welt. Wir waren unten, um die Wasserquelle der Oase zu überprüfen und haben ein paar Messungen gemacht. Wir dachten, die Wasserdiebe hätten das Relikt vielleicht überreizt, aber ist dir aufgefallen, dass der Wasserstand in letzter Zeit gestiegen ist, Burgess? Unser Oasenwasser kommt von einem Relikt? Was? Das ist in der Tat eine bittere Nachricht. Ich werde einige Zeit brauchen, um über die Auswirkungen einer solchen Enthüllung nachzudenken. Das heilige Wasser, das mir so am Herzen liegt, stammt aus der Technologiezeit des Zeitalters der Verderbnis. Oh, richtig. Ich hatte vergessen, dass dich das vielleicht stören würde. Das war nicht einmal die schlechte Nachricht. Das war nicht einmal die schlechte Nachricht? Was ist die schlechte Nachricht? Wir können später wiederkommen. Nein, nein. Mach es einfach kurz und schmerzlos. Also gut, wir haben die Maschine, die das Wasser für die Oase erzeugt, nicht gefunden. Sie befindet sich irgendwo tiefer unter der Erde, aber selbst wenn wir den Wasserfluss in die Oase bis zum Maximum aufgedreht haben, steigt der Wasserstand nicht. Wir glauben, dass die Reliquie auf dem letzten Loch pfeift. Wir werden Chi einen Blick drauf werfen lassen, aber im Moment müssen wir die Wassersparpolitik beibehalten, so wie sie immer war. So wie sie immer war? So, wie sie immer war. Macht euch keine Sorgen um mich. Ich werde weiterhin mein Bestes geben. So wie ich weiß, dass ihr auch das auch tun werdet. Danke, Pastor Burgess. Ich bin froh, dass wir dich auch getroffen haben, Karl. Wir werden dich über den Status der unterschiedlichen unterirdischen Wassermaschine informieren, sobald wir können. Bleib stark, Leute. Die Porsche Straße wird bald fertig sein. So. 2100 Golds. Ja, jetzt fehlen uns natürlich wieder Granitplatten. Aber die sind in Arbeit und ich kann mal noch eine weitere Quest auswählen. Das können wir noch machen. Da brauchen wir noch ein Brett und da müssen wir noch bis morgen warten. So. Ein Brett noch. Da haben wir es doch. Sehr gut. Du kannst mal weiterarbeiten. Du kannst weiterarbeiten. Du machst noch Ziegel. Granitplatten brauchen wir ja noch. 5. Sehr gut. Dann brauchen wir nur noch den einen Pilz, der ist auch fertig. So, dann können wir das auch abliefern. 1 gleich hier vorne. Ach, das geht an Trudy. Ach genau, ja. Hier, Aufträge zum Tag der Erinnerung. Vielen Dank, das Fest wird nur noch besser werden. So, und dann müssen wir... zu ihm hier. Och nö. Hat er einfach zugemacht. Okay. Dann können wir aber gerade mal die nächste Quest noch... Hat der noch offen? Kann ich die noch abliefern? Wahrscheinlich auch nicht mehr. Ne. Gerade so nicht mehr. Okay, machen wir das morgen.
Dann beenden wir damit auch die heutige Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr drüber freuen. Und in diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.